Weißt du, woran du spätestens erkennst, dass gewählt wird? An diesem Brief hier. Da steht drinnen, wann und wo du deine Stimme abgeben kannst. Und jetzt hast du genug Zeit, dir zu überlegen, wen du wählen willst. Am Tag der Wahl gehst du zu deinem Wahllokal. Dort sind mehrere Personen, die Wahlkommission. Die sind dafür zuständig, dass alles korrekt abläuft. Und denen gibst du dann deinen Ausweis ab. Die Wahlkommission gibt dir einen Stimmzettel und ein Kuvert. Mit dem gehst du dann in eine freie Wahlzelle. Und dort kannst du dann ganz anonym deine Stimme abgeben. Stimmzettel ins Kuvert und unverklebt in die Wahlurne. Fertig! Und nicht vergessen, den Ausweis musst du wieder mitnehmen. Na? Es ist doch wirklich einfach und unkompliziert. Und das Wichtigste daran ist, dass du wirklich stolz darauf sein kannst, dass du deine und die Zukunft deiner Stadt mitgestaltest.